Hey, Dani, Manuel, wie schön, dass ihr da seid. Oh, ich freue mich. Und ich freue mich auch über alle, die jetzt den Sonntag mit uns feiern, den wir beginnen wollen im Namen Gottes des Vaters, der mich nicht aus seiner Hand fallen lässt, und des Sohnes, der mir den Zugang zu Gott freigemacht hat, und des Heiligen Geistes, der mich mit neuem Lebensmut und Lebenshoffnung durchströmen kann. Amen. Ich lese Worte aus einem Psalm, dem Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und ihn festlich begehen. O Herr, hilf! O Herr, lass es wohl gelingen! Gelobt sei, der einzieht im Namen des Herrn. Vom Hause des Herrn segnen wir euch. Der Herr ist Gott, und er gebe uns Licht. Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott. Ich will dich preisen. Amen. Herr Jesus Christus, du hast den Schlüssel zum wirklichen, wahrhaftigen, erfüllten Leben. Das ist unsere Hoffnung, dass du uns die Tür zum Leben aufschließen mögest, mitten im Leben, dass wir etwas spüren und erfahren von dem, was uns trägt. Amen. Ich lese einen Text aus dem Johannesevangelium, der ungläubige Thomas. Nach Ostern hatten sich die Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Da wurden die Jünger von großer Freude erfüllt, als sie ihren Herrn wieder sahen. Thomas, einer der 12 Jünger, war nicht dabei, als ihnen Jesus erschien. Deshalb erzählten sie ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Das glaube ich nicht, gab er zur Antwort. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen, und obwohl die Türen geschlossen waren, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas: Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und wehre dich nicht länger zu glauben. Thomas antwortete nur: Mein Herr und mein Gott. Jesus fügte hinzu: Du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Tja, nicht alles, was wir sehen, können wir auch glauben. Und nicht alles, was wir glauben, können wir auch sehen. Hier, ein blühender Kirschbaum, von oben bis unten. Können Sie sich auf Anhieb vorstellen, dass aus diesen wundervollen Blüten dicke, rote, saftige Knubbelkirschen entstehen? Erzählen Sie das mal kleinen Kindern. Die sehen die duftenden weißen Blüten. Wenn der Wind durchgeht, ist es wie Schneegestöber. Sie hören die Bienen, so wie ich jetzt auch, drin summen und brummen. Aber rote Knubbelkirschen? Ganz ehrlich, die sehen und ahnen die Kinder nicht. Wirklich nicht. Das können sie den Kleinen stundenlang weitererzählen und erklären. Ob sie das am Ende dann glauben oder nicht, diese Entscheidung liegt bei den Kindern. Also nochmal, nicht alles, was wir sehen, können wir glauben. Aber umgekehrt gilt auch, nicht alles, was wir glauben, müssen wir sehen. Das hat mit Liebe und Vertrauen zu tun. Ja, und da sind wir schon mittendrin im Evangelium, das uns ja gerade eben vorgelesen wurde. Jesus sagt, glücklich sind, die nicht sehen
doch glauben. Es ist doch so, die wirklich wichtigen und dauerhaften Dinge in unserem Leben, die gehören zu dem, was man nur glauben kann und nicht sehen kann. Ja, der Jünger Thomas, dem dieses Wort ursprünglich galt, der wird oft als der ungläubige Thomas bezeichnet. Und das ärgert mich ein bisschen. Ich finde, oder es tut mir ein bisschen leid, denn ich finde, man tut ihm Unrecht. Natürlich, ja, er hat gezweifelt. Er hat am Abend des Auferstehungssonntags bezweifelt, dass Jesus lebt, weil er gerade nicht da war, als der Auferstandene den anderen Jüngern erschienen war. Aber genauso ging es den anderen Jüngern doch auch vor ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie konnten es nicht glauben. Jesus, der Gekreuzigte, lebt? Das haben sie den Frauen erstmal nicht geglaubt, als diese am Ostersonntag vom leeren Grab zurückrannten und jubelten und riefen, der Herr ist auferstanden. Die Jünger waren da, als sie das hörten, immer noch mutlos. Ängstlich hatten sie sich verbarrikadiert in einem Haus, die Türen verschlossen, versteckt. Also, was die Auferstehung Jesu angeht, da waren die Jünger anfangs genauso ungläubig wie später Thomas. Und erst dann, als sie Jesus sahen, erst als er ihnen seine Hände und seine Seite zeigte, da glaubten sie. Und Jesus sagte zu ihnen, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, und so sagt das auch zu uns. Skepsis ist gut, Skepsis ist wichtig. Unser Verstand gehört zu uns. Aber mit dem Glauben können wir ganze Berge versetzen. Berge als Symbol für Riesenprobleme, die unüberwindlich zu sein scheinen. Und wir brauchen uns nicht ängstlich zu verbarrikadieren, vor wem auch immer, vor was auch immer. Sondern wir können frei und mutig leben in dem Vertrauen, dass Jesus durch unser Leben mitgeht. Und in der Hoffnung dürfen wir leben, dass wir nach dem Tod in einem neuen, ganz anderen Leben bei ihm aufgehoben sind. Ostern, dass das Leben stärker ist als der Tod, genau das feiern wir an Ostern. Der auferstandene Christus ruft uns zu, wie den Jüngern damals, Shalom, Friede sei mit euch. Diesen Frieden auch wieder, den können wir nicht sehen. Aber er gehört zu den Dingen, die man spüren darf und die man glauben darf. Noch heute begrüßen sich die Juden mit diesem Segen, Friede sei mit dir. Und es meint, nichts, gar nichts braucht dich von Gott zu trennen. Du gehörst zu ihm. Er gehört in dein Leben und weit darüber hinaus. Jesus hat seine ersten Jünger zu Augenzeugen gemacht. Die ersten Jünger, die durften sehen und glauben. Sie sahen den Auferstandenen und konnten sich von seinen Wundmalen überzeugen, sowohl Thomas als auch die anderen, die dabei waren. Und wenn wir davon in der Bibel lesen, so leihen uns die Jünger sozusagen ihre Ohren und ihre Augen bei all dem, was sie gesehen und gehört haben, und geben es weiter. Und hätten sie das nicht weitererzählt, dann wäre die Botschaft nicht um die ganze Welt gegangen. Friede sei mit euch. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann vertrauen wir, dass Gott es gut mit uns meint. Allerdings, wenn wir freilich danach urteilen, was wir sehen, was unsere Augen sehen, dann kommen uns schon Zweifel. Wir sehen Leid und Not und Armut und Krankheit. Und wir fragen uns zweifelnd, ob Gott es denn wirklich gut mit uns meint. Die Antwort von Ostern, die Antwort der Bibel, die Antwort der Jünger, sie lautet, ja, wirklich, Gott meint es wirklich gut mit dir und mit allen Menschen, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Auch wenn deine Augen manchmal etwas ganz anderes sehen.
Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, wir können dich nicht sehen. Wir können dich nicht hören. Und doch können wir dich fühlen. Wir bitten dich, sei du da. Sei nah den Menschen, um die wir uns sorgen. Gott, wir bitten dich für die Erkrankten. Halte mit ihnen aus und trage sie durch. Wir danken dir für alle, die jetzt da sind, für andere. Wir danken dir, dass du uns erhörst. Und alles, was unser Herz bewegt, legen wir mit hinein in das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. So bleibt behütet heute und alle Tage. Der Herr segne uns und schenke uns langen Atem in dieser schwierigen Zeit. Er schenke uns das Vertrauen und den Glauben, dass er unter uns ist. Und wir ihn sehen, wie er ist, als Gott, der uns liebt, wie kein Mensch es vermag. Er lasse uns aufstehen, wenn Schweres unser Leben lähmt, und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft, ich will, dass du lebst. Dies sei heute sein Segen für uns, damit wir nie ohne sein Licht und ohne seine Liebe leben. Er schenke uns den Frieden des Herzens, Gott mit uns an jedem neuen Tag. So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.